Hey Leute, willkommen zurück zu Striving for Light. Weiter geht's und das könnte gleich schon ganz schnell vorbei sein. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir uns hier... Oder besser gesagt, welche Modifikatoren wir uns holen. Auf der anderen Seite ist das natürlich so eine Sache. Da reicht ein Treffer und wir sind tot. Gut, Boss Mount plus 2 und Enemy Damage plus 2. Ja, das ist ja auch schon wieder super. Forests. Light Drop Rate 80%. Das würde ich sogar nehmen. Die machen jetzt auch nicht mehr Schaden. Die sind Knockback-immun. Und ja, ich glaube, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Das könnte halt sehr schnell vorbei sein. Aber wenn, dann nehme ich das jetzt auch erstmal. Gucken wir mal, ob ich mich hier noch so ein bisschen durchwinden kann oder halt nicht. So, wo sind denn meine Herzchen? Ja, okay. Ich glaube, das Spiel will mir was sagen. Ich muss auf jeden Fall erstmal schauen, dass ich hier so ein bisschen diese Pilze zerstöre. Und es droppt natürlich überhaupt gar kein Herz. Nicht, dass mich das jetzt großartig überraschen würde oder so. Damit hatte ich schon fast gerechnet, aber hey. Und sterben in dem Spiel ist halt eine Sache, aber es kommt halt immer drauf auf das Wie an. Und ich würde gerne auf einen blöden Treffer verzichten. Ist das machbar? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, die halten schon ein bisschen zu viel aus. Für meinen Geschmack. Beim Rest müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt auch erstmal nur die Gegner hier einzeln so ein bisschen hinter mir herziehen. Den kann man ja auch ganz gut ausweichen. So ist es ja nicht, ne? Es geht schon, aber gerade was das hier jetzt auch angeht, müssen wir mal gucken. Also wenn ich hier nicht noch einige Herzen bekomme, werde ich das auf jeden Fall außen vor lassen. Gerade beim Boss könnte das dann auch ein bisschen knifflig werden. Ja gut, das ist natürlich jetzt erstmal egal da unten. Die sind jetzt auch nicht so das Problem. Die werden ein wesentlich größeres Problem, wenn die bei einem Kontakt Schaden machen würden. Na ja gut, die dashen dann ab, das ist quasi der Angriff. Was rede ich da? Ja, ist klar. So, dann haben wir schon mal wieder zwei. Und dann noch ein Level-Up. Es wäre so cool, wenn man durch ein Level-Up irgendwie komplett hochgeheilt werden würde. Aber nee, das wäre dann auch schon wieder zu... Das wäre zu stark. Ja, gerade am Anfang. Aber ich kann es mir ja trotzdem wünschen. So ist es ja nicht. Auch wenn ich weiß, dass das jetzt irgendwie nicht so passen würde. Okay, drei Herzen. Da haben wir sogar noch ein Herz.
Das sieht doch bisher wieder ganz okay aus. Ich gucke trotzdem, dass ich die so ein bisschen einzeln pulle. Nicht so viel auf einmal, auch wenn die halt, wenn die schon nah zusammenstehen, halt sich auch ähnlich bewegen, wenn es der gleiche Gegnertyp ist. Ich wollte ja auch einen Talentbaum da noch was umbauen. Aber wenn ich mir das so angucke hier mit 4 Herzen, weiß ich nicht. Dann würde ich erstmal noch ein bisschen warten, bis wir das hier alles freigeräumt haben. Und wie viel Herzen ich dann habe. Danach würde ich dann gehen. Nicht, dass ich da irgendwie Ressourcen rausballere und quasi für nix. So, ich hatte jetzt doch noch die Hoffnung, dass wir da irgendwie noch ein Herz drin haben. Aber nein, das sieht halt echt mau aus. Dafür, dass die Chance so hoch ist, sieht das echt ganz schön mau aus. Also dauert das halt alles ein bisschen länger, ne? Ich mache das hier schon ein bisschen vorsichtiger. Aber weil es mir halt auch nichts bringt, wenn ich jetzt losziehe und da reinlaufe und dann durch irgendeinen blöden Fehler wieder Schaden nehme. Und am Ende wieder mit dem Herz dastehe. Dann machen wir das doch lieber anders. Das ist auch genau das, was ich meinte. Einfach die Gegner da reinziehen. Man ist dann quasi in Sicherheit. Mit diesem einen Herz hätte ich jetzt irgendwie, wäre ich auf Nahkampf gegangen, hätte ich, glaube ich, da hätte ich auf jeden Fall sehr viel größere Probleme. So, was haben wir denn hier? Nichts. Gut, da waren es wieder 5. Da haben wir noch ein 6. So langsam habe ich wieder Hoffnung. Ist natürlich blöd, wenn ich dann irgendwie noch was machen will von den anderen Sachen, die es hier so gibt. Das ist natürlich auch wieder... Ich gucke halt auch immer drauf, wenn ich sehe, okay, da liegen noch ein paar Herzen rum und es könnte ein bisschen riskanter werden, dann mache ich das. Und wenn ich sehe, okay, da liegen keine Herzen rum, dann lasse ich es halt. Und in dem Fall brauche ich jetzt erstmal die ganzen Herzen selbst. Und kann die nicht einfach da nur so liegen lassen. Ich glaube, ich gucke noch mal, dass ich hier irgendwas mit plus Nahkampfschaden nehme. Weil das ist schon wieder so ein bisschen... Die sind schon mal schneller umgefallen. Ich sag's mal so. Wir sind gleich auch schon Level 39, ich glaube. Ja komm, wir machen das jetzt erst noch so. Das dauert halt alles dann auch. Aber was soll's. Und dann gucken wir mal, ob ich irgendwie noch eine Möglichkeit habe. Also ich habe auf jeden Fall noch was. Skill Gem kann ich nehmen, um dann den Schaden nochmal zu erhöhen.
Deswegen bin ich bin halt manchmal auch so unvorsichtig, weil einfach, weil ich ein bisschen vorwärts kommen will und so, dass das alles nicht unnötig in die Länge ziehe. Ich könnte natürlich immer auf Nummer sicher gehen, aber dann ab einem gewissen Punkt zieht sich das dann halt auch ein bisschen. Ich habe ja auch immer so ein bisschen die Uhr im Auge. Das dauert halt so auch schon relativ lang. Okay, das ist jetzt ja richtig doof. Oh, ja, das war auch super toll. Ja, das auch. Absolut. Na komm schon. So. Gab jetzt nicht mal mehr ein Herz. Gut, hier kriegen wir noch ein Herz raus, aber das war schon wieder blöd. Ich würde halt auch gern mal gucken, dass wir, genau, den Pilz da noch kaputt machen und... So. Dich hätten wir dann auch. Es sieht so ein bisschen danach aus, als ob das heute nur eine Karte wird. Das hier ist auch schon ein bisschen größer. Ist immer noch so eine Frage. Also, wie viel ich davon letztendlich... ja gut, ich hätte gerne schon alle Herzen voll, wenn ich irgendwas aktiviere und vielleicht noch ein paar zum Aufsammeln dann. So, dann hätten wir das auch. Jetzt ist halt die Frage, schaffen wir noch hier Level 40? Dann müsste ich das hier unten, glaube ich, noch mitnehmen. Dann würden wir das vielleicht sogar schaffen, aber... Manchmal täuscht das auch so ein bisschen. Dann denkt man, okay, da kommen nicht mehr so viele Gegner. Und dann sind da auf einmal doch noch einige. Na komm schon. Vor allen Dingen muss ich gleich nochmal schauen, ob das denn auch reicht. Also von einer Ausdauerregeneration. Wenn ich wirklich sage, okay, ich nehme jetzt noch irgendwas, mit dem ich dann den Schaden erhöhe. Kann man halt auch nicht so einfach zusammenpullen, ne? Da muss man schon ein bisschen... näher ranlaufen. Oder die lassen sich halt nicht mitziehen. Also wenn ich einen pulle, dann kommen die anderen halt nicht nach. Was manchmal halt auch nicht so praktisch wäre. So, auf jeden Fall gucken wir hier nochmal eben. Warum gucke ich überhaupt? Warum? Gut, das könnte man bei denen hier dann natürlich auch so machen, dass man versucht, die halt zu umrunden. Aber bei den Spinnen ist das halt schon ein bisschen schwieriger. Da bräuchte ich halt noch ein bisschen mehr Movement Speed. Da könnte ich das sogar machen, glaube ich. Weil dies hinter mir herziehen ist halt auch nicht so super. Weil die greifen dann vielleicht maximal zweimal an, eher so einmal. Die Melee Constructs. Und dann war es das auch schon wieder. Okay, das ist ein bisschen... Es ging noch. Hätte auch blöder laufen können. Da haben wir doch noch das Level abbekommen. So. Okay, hier haben wir noch einen.
Ja gut, es gab halt ein paar Herzen. Jetzt gab es sogar noch eins. Aber was war das? Plus 80%? Jetzt haben wir noch eins. Okay, ich muss mich also nur beschweren, dann bekomme ich auch mehr. Verstehe. Ich glaube, ich gucke gleich schon mal. Dass wir irgendwie noch den Schaden erhöhen. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt gleich am besten machen. Also, wir haben 3 Punkte. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall dann auch hier zum Beispiel irgendwas dran setzen noch. Oder ich könnte zum Beispiel das hier dann auch erst nochmal umwandeln. Wie sieht das denn jetzt hier aus? 8,5 Regeneration. Das ist natürlich schon ein bisschen... Das ist natürlich schon ein bisschen mau. Also auf jeden Fall würde ich dann sagen, wir... Wandle das hier vielleicht nochmal um. Vielleicht nochmal. Da haben wir auf jeden Fall genug Regeneration. Wobei, ich würde sagen, wir nehmen dann erstmal die 2. Dann haben wir 9,7. Das wird also auf jeden Fall dann passen. Und dann können wir vielleicht gucken, dass wir da noch irgendeinen Skill-Gem dran packen. Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Verdammt. Egal. So, Poison Nova, Melee Construct, Burning Hit, Trembling Ground. Double Hit. Double Hit wäre doch bestimmt der Hit. Wenn ich jetzt Double Hit nehme und einfach mal hier hinsetze, dann nehmen wir nochmal Double Hit mit. Dann dürfte das doch auf jeden Fall auch erstmal passen. Weiß nicht, das sieht auch nicht so aus, als ob das mit den Dingern hier funktioniert, was Double Hit angeht. Also Clash of Steel sieht man an der Animation, ja. Aber Double Hit, das sah jetzt bisher auch eher nicht so danach aus, als ob das irgendwann jemand zweimal angegriffen hätte. Ich könnte natürlich nochmal schauen, dass ich vielleicht von der Waffe den Skill-Gem ändere. Könnte ich halt auch nochmal machen und vielleicht nochmal irgendwie was anderes bekomme. Also wir haben davon auf jeden Fall noch eine Menge. Nee, Clash of Steel war das und Hit. Haben wir hier aber auch schon. Also im Prinzip... Ja, wenn, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich ändere... Das Ding hier einfach nochmal und guck mal, was wir noch so kriegen. Das 9, Ground Slam 9, Windshock 9, Bursting on Attack, Poison on Hit. Auch eher nicht. Okay. Toll. Das war jetzt irgendwie alles nicht so gut. Verdammt.
Ich probiere das jetzt hier trotzdem. Wir haben einige Herzen. Doch, das funktioniert doch ganz gut. Was allerdings auch mit daran liegt, dass das hier alles so ein bisschen eingeschränkter Bereich ist. Increased Movement Speed nehme ich auf jeden Fall mit. Weil damit kann man immer was anfangen. Gut, dann hätten wir hier auch alles wieder. Dann gehen wir zum Boss und gucken mal, wie es da läuft. Verdammt. Gut, aber das... Die Dinger sind ganz schön nervig, die hinterher fliegen. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch wieder. Herzen sind auch wieder voll und wir können dann mal schauen. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? 9,7 Regeneration, Kosten von 10. Also auf jeden Fall nehme ich hier nochmal Ausdauerregeneration mit. Und ich könnte dann auch hier runter gehen und die dann noch verbinden, weil hier dann haben wir dann auch nochmal Ausdauerregeneration. Ansonsten, ich bin halt gerade ein bisschen unsicher, was ich damit reinpacken soll. Clash of Steel, okay. Oder zum Beispiel, ob Double Hit auch so funktioniert mit den Dingern, also mit den Melee Constructs. Gut, macht halt standardmäßig 74 Damage und Clash of Steel, da steht, das macht 84 Damage, sehe ich das richtig, ich glaube. Plus 58. Okay, gut, machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, das war es erstmal wieder von mir und bis bald.